Willkommen auf dem Kanal von Melnebon MTG. Yeah, Eldraine. Erste Ware ist hier. Planeswalker Decks. Einmal der Oko und einmal Roban. Der Roan, wie man das ausspricht. Und die beiden werden wir heute rippen. Ja, alles weitere gibt es noch hinter. Bis gleich. Ich würde vorschlagen, wir starten mit dem Oko. Zum Farben Simic Grün-Blau. Der Trickster als Beiname. Gestaltwandler. Eine Fee. Artwork selber ist recht cool. Und da sind sogar zwei Boosterpackungen drin, was auch lässig ist. Inhalt, wie immer, einmal Planeswalker in Foil. Der ist vom Artwork her, gefällt mir fast besser als wie der andere. Also der normale andere. Mythic, 6 Mana, 4 Loyalty Marken. Die Plus 1 macht bis zu 2, also lege 2 1-1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. 0 ist Oko, der Trickster, wie zu einer Zug ist zu einer Kopie einer Kreatur, die kontrollierst. Verhindere einen Schaden. Dem hinzu, okay, also ist Indestructible auch. Oder eigentlich noch besser. Nein, Indestructible ist er nicht, aber quasi kann einfach keinen Schaden nehmen. Und minus 7, bis zu einer Zug ist jede Kreatur, die du kontrollierst, Basisstärke und Widerstandskraft 10-10. Ja, okay. Grundsätzlich von der Fake Ability ist gar nicht so schlecht. Er schützt sie halt nicht so gut, weil die Nullerfähigkeit, ja, man muss eine Kreatur haben, dass die Nullerfähigkeit überhaupt ziehen kann. Also wenn das Board leer ist, kann er sich überhaupt nicht schützen. Ja. Aber vom Artwork her und vor allen Dingen her sehr lässig. Nehmen wir da her. Deckbox wie immer. Insert, hey, bevor du loslegst, eine Beschreibung, wie man das Deck spielt, wichtige Begriffe, die vorkommen. Unten ist die Chandra, okay, aus dem M20. Der Standard Insert, zwei Booster, die gehen wir noch an. Und das Deck, wildgeborener Bewahrer als erstes. Hinten schön auf Abenteuer. Quasi die Exil Zone. Also wenn man eine Karte spielt mit Abenteuer und die exilt, kann man so drauflegen und dann weiß man später, dass man die Karte quasi aus dem Exil wirken kann und ins Spiel kommt eine Kreatur oder was immer das war. Was haben wir hier? Wildgeborene Bewahrer. Zweimal, na, nur einmal leider. Sehr coole Karte. Die wird auch sehr viel gespielt im Standard auf Arena gerade. Aufblitzen. Und Reichweite und immer wenn eine andere Nicht-Mensch-Kreatur ins Spiel kommt, unter deiner Kontrolle, kann man X zahlen und so viel X an 1 Marken drauflegen. Ist nicht schlecht. Das gute Insert. Rückkehr des Wildsprechers. Nee, mittelmäßig. Also für zwar instant, aber 5 Mana. Und Karten ziehen oder nicht Menschenkreaturen, die kontrollierst, erhalten 3-3, ja, es geht. Was haben wir da? Okos Gastfreundschaft, das sind die zwei Karten, die eben wirklich nur dahin, also für die Planeswalker Decks geprintet worden sind. Artwork, sehr cool. Die gibt es halt leider nie in Foil, aber die werden sollten gespielt. 5 Mana, Instant. Alle Kreaturen werden zu Basis 3-3. Und du suchst einen Oko halt aus, okay. Standardfähigkeit wie immer und die Kreaturen sind halt 3-3. Ja, im Deck selbst kann es funktionieren, sonst ist es nicht so prickelnd. Und dann sind wir schon bei den Ankommen, also mehr Rares sind nicht drinnen. Da haben wir den Bohnenrankenriesen, Feenvandalen zweimal, Nebelfurt-Schildkröte auch zweimal,
Die Zauberbuchplünderin dreimal. Garen Bock Plattner dreimal. Hüter der Fabeln zweimal. Tuinbald Baumhirte einmal. Dreimal Maralaubfee. Okos Komplizen viermal. Dornburg Hutzel dreimal. Dann eben die Dornwaldfälle, die Manabot sind, Basic Lands. Und am Ende magischer Schlaf zweimal, dreimal. Froschifizieren dreimal. Und sehr schön, mal einen Feen-Token. Da ist der Code dazu. Also mit dem kann man das freischalten auf Arena. Wer es haben will, schnell sein, ist meistens schnell weg. Und die normalen Inserts halt. Gut, das war das erste Deck. Das legen wir mal auf die Seite. Die Booster werden wir am Ende gesammelt aufmachen, also alle vier. Ich lasse sie trotzdem da rumliegen. Getrennt ist, ich weiß, dass die vom ersten zwei waren, dass wir schon mal eine Upgrade gekriegt hätten. Jetzt kommt es zum Rowan Deck mit Weiß und Rot Boros. Ist lustig, dass eigentlich Weiß dabei ist. Weil sonst sind die Zwillinge eigentlich immer blau und rot. Und da haben wir Weiß dabei. Rowan Kühne Funkmagierin. Die ist vom Artic her auch sehr cool. Das Foiling vom Schwert kommt auch recht gut rüber. 5 Mana nur für 5 Leute, die ist schon mal besser. Plus 1. Eine Glut einer Wahl kriegt plus 3, plus 0 und Erschlag ist nicht des Zuges, also kann auch generisch sein. Minus 2. Roman Kühne Funkmagin fügt bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl je einen Schadenspunkt zu. Jede Kreatur kann zwar nicht blocken, okay? Die können blocken. Ist okay. Nicht unbedingt die stärkste BD, aber okay. Schützt sie halt auch nicht wirklich selbst, ja? Und übernimmt sie des Zuges die Kontrolle über alle Kreaturen und tappt sie halt in Eile. Ja, minus 9 ist nicht schlecht, sie kann, kommt aber recht schwer auf 9 oder 10 Loyalty und schützt sie halt selbst überhaupt nicht. Ja. Das ist halt leider auch noch da, aber trotzdem ist okay. Rote Deckbox, wieder der Insert, den schauen wir uns nicht an. Die lege ich auf der anderen Seite hin, damit ich es nicht verwechsel. Wieder unsere Adventure-Card am Ende. So, was haben wir da? Bejubelnde Wettstreiterin. Einmal. Zu viel Text lese ich jetzt nicht vor. Wenn es wer lesen will, Video pausieren und lesen. Und weg ist. Ah, Artwork ist cool. Der Riesentöter. Das ist eine. Auch noch einmal. Dann zweimal die Rare, die eben quasi nur für die Roman drin ist. Ein Wieselreiter Blutkappe. Ardental Taktikerin, zweimal. Ritter der Festung, 1, 2, zweimal. Geschätzter Greif, zweimal. Erhabene Ritterin, zweimal. Jugendlicher Ritter, auch zweimal. Rinnsteinritter, dreimal. Inspirierender Veteran, zweimal. Greif der Garnison. Viermal. Romans Schwertmaid. Das ist halt auch die Karte, also wie ich vorher erwähnt habe, die nur für das Deck gebrettert worden ist. Boros erzeugende Länder, die ihr Leben geben. Basic Lands. Und Tjostieren zweimal. Brennendes Drachenfeuer dreimal. Waffenständer zweimal. Ein Ritter-Token und hier wieder der Code. Viel Spaß damit, wenn man sich den gönnt.
Dann räumen wir das weg und dann schauen wir uns schon die Booster an. Dann haben wir das auch schon. Grundsätzlich, wie immer dazu gesagt, die Decks sind untereinander gegeneinander sehr gut spielbar. Ich benutze die ja immer mit meinem Sohn zum Spielen. Aber nicht kompetitiv. Irgendwie großartig. So, die zwei Booster. Die sind die beiden jetzt vom Oko Deck. Goldenes Ei. Wirklich echt schön golden. Fling. Ja, schön. Turniergelände. Sehr coole Karte. Die kann man im Commander spielen. Und ein Folianter Begehrlichkeit. Und ein Sumpf von einem Mensch. Von den Upgrades her habe ich jetzt gerade geschaut. Garnbrock, Junker, geht. Gibt sogar einen Science-Counter. Ja, kann man vielleicht sogar reinbauen. Da haben wir nicht wirklich was dabei, was man spielen kann. Den könnte man auch reinbauen. Aber ich glaube mir, dass das in dem Oko-Deck jetzt gut viel Sinn macht mit Kartenziehen. Mannliche Zeiten, das könnte man in Oko-Deck spielen. Storybook, verliebtes Biest. Eine Foil. Moment. Einen Moment. Natürlich die schlechteste Rare im ganzen Set als Foil. Da freut man sich ungemein. Nee, schaut aber cool aus. Alternative Win Condition, die nie gespielt werden wird wahrscheinlich. Aber ein verliebtes Biest. Schaut schon mal sehr cool aus. Kann man übrigens auch im Oko-Deck spielen. Jetzt kommen die zwei Roman-Booster. Im Kammernbereich, ja, ein Ogre mit Bedrohlichkeit vielleicht. Die Bohne, ja, da wäre was für das normale Oko-Deck. Die haben wir ja im anderen Deck drin, also im Oko-Deck auch. Und da haben wir eine Foil noch dabei. Raub des Erstgeborenen, Ankammernfeuer. Sogar eine Karte, mit der er übernehmen kann. Also die könnte man im Roman-Deck sogar spielen. Und die andere wäre für das Oko-Deck, falls es den Sinn macht. Ja, Kartenziehen, das ist im Boros immer gut. 7 Zwerge, kann man auch spielen. Vielleicht ein Upgrade da fürs Roman-Deck. Was haben wir da? Fentress Gargoyle. Oh, okay. Roman Deckmann kann ziehen, ja, noch eine Foil. Sehr schön. Und den Bratspieß der Riesen. Sehr schönes Feuer, kommt gut. So. Danke fürs Zuschauen. Wie immer, bitte abonnieren, liken, teilen, whatever. Wenn nicht, dann nicht. Ich freue mich, wenn ihr euch die Videos gefallen haben oder das Video generell. Und freue mich auf jeden Kommentar, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsideen habt oder andere spezielle Videos sehen wollt, falls das für mich realisierbar ist, setze ich es immer gerne um. Ich habe jetzt sehr viele Videos in der Pipeline, bin ja gerade dabei, noch die Videos zu drehen, von die Reste, von die Bundle, von die Patreon, kommen auch noch die Patreon-Öffnungen für die Bundle dazu. Dann die Brawl-Decks haben wir noch, ein Display oder mehrere Displays hätten wir noch, also da kommt jetzt einiges noch dazu, ja. Und Collectors Booster. Gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.